Grafik, Statistik, Diagramm. Viele von euch haben mich gefragt, wie könnte ich besser einen Text schreiben, wie kann ich das Ganze strukturieren und so weiter. Hier fangen wir jetzt mal an mit dem Thema Statistiken und Grafiken und dazu habe ich einige Beispiele ausgewählt. Zuerst kann man sehen, dass es verschiedene Typen von Grafiken gibt. Fangen wir ganz oben an. Das Linien- oder Kurvendiagramm. Das Säulendiagramm, das Kreisdiagramm und das Balkendiagramm. Das Säulen- und das Balkendiagramm besteht jeweils aus verschiedenen Säulen, die entweder nach oben oder zur Seite gehen. Das Liniendiagramm wird oft für Börsenkurse oder auch zum Beispiel für Wechselkurse verwendet. Das Kreisdiagramm zeigt Anteile, wie viel Prozent der Bevölkerung zum Beispiel und so weiter. Sehen wir Beispiele. Beim Linien- oder Kurvendiagramm muss man sich einige Verben gut merken. Also zum Beispiel steigen, stieg, ist gestiegen, gleich bleiben, blieb gleich, ist gleich geblieben, sinken, sank, ist gesunken, fallen, fiel, ist gefallen. Mit diesen Verben kann man die Kurve beschreiben, ob es nach oben oder nach unten geht. Das Kreisdiagramm heißt manchmal auch Tortendiagramm. Beim Kreisdiagramm kann man sehen, dass es verschiedene Prozentangaben gibt. Also das Kreisdiagramm besteht aus 4 Kreissegmenten. 55% der Menschen macht, tut, sagt und so weiter. Und dann hat man natürlich auch diese Viertel- und Halbangaben, das heißt die Brüche. Ein Viertel der Menschen, die Hälfte der Menschen, 3/4 der Menschen. Der Menschen steht im Genitiv. Wenn man Grafiken oder Schaubilder genauer erklären möchte, braucht man einige Ausdrücke. Jeder kennt bestimmt schon oben, unten, links oder in der Mitte. Dazu kommen auch noch Ausdrücke wie hinten im Hintergrund, vorne im Vordergrund. Und dann kann man Sätze bilden. Auf der Grafik, auf dem Schaubild sieht man, erkennt man, ist und so weiter. Oder unten oder im Vordergrund erkennt man, sieht man, ist, befindet sich. Mit all diesen Ausdrücken, die wir jetzt kennengelernt haben, könntet ihr unten in die Beschreibung oder in die Kommentare einige Sätze schreiben. Beschreibt eine Grafik, die ihr finden könnt, oder einfach meine. Bis bald!